X-Tipp, Spieltag-Tipp mit Fatlum Zaskoku und Christian Knappi-Knappmann. Ja, Lumi, dein erster Tipp. SV Brakel gegen Neheim. Neheim Aufsteiger, Brakel Heimspiel. Ich tippe auf ein 2:1. Okay, und dann haben wir auch schon die nächste Begegnung. TuS Zinsen gegen den Lüner SV, zwei Aufsteiger. Ja, ein 1:1. Stimmt gar nicht, Zinsen ist nur rübergewechselt von der Liga. Entschuldigung bitte. Dann haben wir Westfalia Wickede gegen Concordia Wiemelhausen. Lumi. Da tippe ich auch ein Unentschieden, 2:2. Nächste Begegnung mit zwei Auftaktsiegern, die DJK TuS Hordel gegen den Holzwickeder Sportclub. 1:0 TuS Hordel. Danach haben wir Menge 08 gegen Horst Emscher. 3:1. Oh, danach kommen die zwei Auftaktsieger. Iserlohn gegen Kirchhörde. Iserlohn mit 5:2 im ersten Spiel. Jetzt zu Hause direkt. Was macht Lucky Lenz? Ja, ja. Gute Partie. Ich sage 1:1. Ja, und danach sind wir schon dran. In Olpe, Westfalia Herne in Olpe. Den Tipp überlasse ich dir gerne. Okay, dann sage ich ein 0:2. Also drei weitere Punkte für uns. Marek Lesniak, du wirst es mir verzeihen. Und dann kommt unser ja, Ortsnachbar DST Wanne-Eickel gegen den Aufsteiger FC Lennestadt. Ja, die Stärke von Wanne-Eickel haben wir heute gesehen. Ich tippe auf ein 3:1. Okay, machen wir weiter. Kommt da noch was? Nee. Nein, das war's. Ja, somit zurück ins Studio und schöne Grüße aus Herne.